Was hat es denn mit diesen Glyphen hier auf sich, die als Verzierbanderolen um das Bild herumgearbeitet sind? Vielleicht einfache Verzierung. Ich bin kein Kunstkenner, da müsste man eventuell Eldan Gorbas fragen, aber Gorbas ist mittlerweile natürlich eine Koryphäe und hat für so etwas keine Zeit. Aber es handelt sich doch um florale Muster, nicht wahr? Da würde ich nicht widersprechen. Nun, was ich noch relativ interessant finde, ist, dass es sich hier in der einen Hand ausgestreckt, ein kleines goldenes Dreieck. Ich dachte erst, es könnte ein Hut sein oder so etwas. Was denkt ihr? Sieht aus wie eine Pyramide, ein Dreieck. Ich weiß nicht, ob das ein Hut ist, den man aufsetzen soll. Zumindest trägt die Person links ja einen Turban auf dem Kopf, also bräuchte sie ja keinen weiteren Hut. Nein, sicher nicht. Na, vielleicht ist es eine Krone oder so. Man müsste einfach in den Bibliotheken recherchieren, wer dieser EDU ist oder was dieses EDU ist, wenn es denn eine Unterschrift ist. Und eventuell jemanden herausfinden, der das Banner zuordnen kann. Ich finde es auf jeden Fall auch markant, dass die zentrale Figur nahezu unbekleidet ist. Sieht, er trägt nicht einmal Schuhe, nur diesen Rock oder Stoffgürtel. Das könnte zu eurer These passen. Eine erotische Komponente? Sicherlich eine Machtkomponente. Meint ihr, dass der Gürtel von dieser Person im Fokus ist? Könnte tatsächlich sein, so wie der goldene... es gibt einen goldenen Schnitt, dazu müsst ihr euch dann wieder einen Künstler mehr zu erzählen. Aber nun, er liegt zumindest im Fokus. Nun, wenn man die Linien nachziehen würde, sagen wir nehmen die Wirbelsäule der Leute als Linie, dann läuft zumindest alles auf diese Figur hin. Aber der Punkt, in dem die Linien sich schneiden, ist auf jeden Fall tiefer als der Kopf. Eine interessante Beobachtung. Wir werden sicherlich in der Bibliothek mehr dazu erfahren. Ich gehe davon aus, ihr habt versucht, es zu zerstören? Nein. Ich halte es für töricht, Dinge zu zerstören, ehe man sie versteht. Wir wollten sie magisch untersuchen. Richtig. Zu diesem Zeitpunkt haben wir es noch nicht geschafft. Es fehlt uns die Zeit. Es waren andere Dinge zu tun. Ein riesiger Malma musste zerquetscht werden. Wir haben auch noch etwas anderes hier in dem Haus gefunden. Ein altes Rajasutra. Aber lasst uns das zwischen Tür und Angel besprechen. Ich kam eigentlich hierher, weil Yalan sich um die Leichen kümmern wollte. Wir hatten viele Tote, in erster Linie Kultisten. Ein paar Trollzacker, aber um die kümmern sich ihre eigenen Leute. Trotzdem. Solltet ihr Spuren des Kampfes in eurer Seele davongetragen haben, kann ich euch natürlich dabei helfen. Aber wie gesagt, ihr dürft euch gerne vorher reinigen. Gut, dann macht es euch gemütlich und ich werde mich kurz zurückziehen, um mich zu waschen. Tidius nickt. Was möchte derweil Boltax tun? Ja, ich würde mich auch mal reinigen, weil ich denke auch, ich habe ja einiges an Schnodder und Zeugs abbekommen. Klar. Genau. Da ist eine Grundreinigung für euch alle auf alle Fälle sehr sinnvoll. Alternativ würde ich euch Raubtiergeruch oder so etwas geben, aber ja. Ja, man testet noch irgendetwas. Bevor ich mich selbst reinige, reinige ich meine Waffe. Und zwar meine Balestrina Bitsy. Ja, die ist nass geworden, auch wenn du das Pulver gerettet hast. Das Pulver ist jetzt natürlich schon passé, aber mit der langen Kette kannst du dann in den Rohrlauf dann einführen, einmal alles zerlegen, einmal Grund säubern, trocken machen, Öl nachziehen, Und ja, Grundreinigung betreiben. Das Ganze dauert eine Stunde und danach kannst du dich natürlich in das
Bad begeben. Afim? Wir drehen noch mal eine letzte Runde zwischen meinen Männern und Frauen. Und dann würde ich mich auch reinigen und schlafen legen. Jalan? Nach einer relativ, also sehr kurzen Wäsche würde Jalan sich wieder in die Stadt aufmachen, um, wie er bereits angekündigt hat, den Hinterhalt für die für die Metzger und ihre Bande durchzuziehen. Ich stelle mir das aber nicht sehr schwer vor. Wir setzen halt ein paar Mann irgendwo in ein, zwei Häuser, warten, bis die alle ankommen, dann springen wir raus, sagen, ho, Ende hoch, und packen sie uns. Ja. Aber wenn dann drei, vier davon kommen, who cares? Also, Major Tioman Dreischberger ist ja auf alle Fälle dann in eurem Anwesen. Du kannst das Ganze mit ihm dirigieren. Du hast ja so ein bisschen Gassenkunde dann aufgebaut, auch wenn der Nebel jetzt weg ist. Und ihm dann den Plan unterbreiten. Ihr wollt zum Strand, ja? Mhm. Gut. Er hat dann neben seiner leichten Infanterie auch die Dukatengarde bei sich. Möchtest du die Fleischer, hattest du gesagt, ne? Die Metzger? Ja. Möchtest du die festnehmen oder töten? Solamin wollte sie gern haben und ihre Stadt ihre Regeln. Also ja, festnehmen. Wenn halt jemand abgestochen wird, weil er sich wehrt, ups, nicht so wichtig. Aber der Großteil sollte irgendwie am Ende festgenommen werden. Ja, wirf mal eine Kriegskunst. Kunst oder überzeugen. Ich gehe auch sich verstecken. I don't know. Nee, es geht darum, wie schnell du auch die Metzgerin Ferreschuni von eurer Übermacht überzeugst. Also die ist auf alle Fälle gegeben. Es geht jetzt darum. Entscheide dich für eins von beiden. Mach's. Ansonsten, dann mache ich Kriegskunst, okay. Ach Gott, das ist ein Wissenstalent. Nehmen wir das an. 15. Ja, also ihr könnt euch dann postieren. Ich glaube, sie wird halt relativ schnell, sie steht ungünstig, kriegt von dem erstbesten Gardisten auf den Kopf gehauen und der Rest wird dann sehen, dass die Sache im Grunde gelaufen ist. Ja, also wie groß war ihr Band? Ich muss gerade nochmal nachgucken. Es waren weniger als 50, so viel weiß ich. Ja, auf alle Fälle hatte ich auch 15 Lehrlinge und Gesellen. Ja. Zwei laufen weg, die wirst du wohl nie wiederfinden, aber die übrigen kannst du finden. Also 13 plus 1. Die ihr dann gefangen nehmt, einige Cut-Spuren, beziehungsweise irgendwas an der Rüstung dann hängen geblieben. Ihr könnt auf alle Fälle dann 13 plus 1 von der Schlachtergilde den Metzgern in Richtung des Blauen Palastes bringen, beziehungsweise in einem provisorischen Gefängnis verwahren und dann am nächsten Morgen den Visierer überstellen. Genau. Gut, wir machen erstmal weiter bei Abelmir. Also ich steige erst in diesen Badezuber und reinige mich und sinne noch über dieses Bild nach und plötzlich kommt mir ein Einfall irgendwie. Ich springe aus diesem Badezuber, trockne mich sporadisch ab, schlüpfe wieder meine Klamotten rein, renne nochmal zu diesem Bild hin und gucke mir oben rechts dieses Bild an, da sind noch Blumen zu sehen und würde dann in die Bibliothek rennen, wenn wir das haben und nach einem botanischen Buch suchen. Ich probiere diese Blumen sozusagen einer bestimmten Region zuzuordnen, auch mit Hilfe des Baustils, das wahrscheinlich eher mittelreich aussieht für meinen Geschmack. Es geht jetzt vor allem um den Tempel, ja? Ja, genau. Okay, ich gebe dir eine Pflanzenkunde minus 3 und dann eine Götter und Kulte plus 5. Du kannst Punkte aus deiner Pflanzenkunde mitnehmen. Dann nehmen wir 5 halbe sind 3. Götterkulte plus 5, sagst du? Götterkulte plus 5 und minus 3 sind eine plus 2. Ja, und gemeinsam mit deiner Baukunst, es ist kein normaler aranischer Stil. Die Blumen dazu sind aber aranisch. Es ist eine sehr fruchtbare Ebene. An einem Fluss gelegen. Und der Tempel selber ist ein Piraine-Tempel. Könnte ich es näher eingrenzen, den Bereich der Geografie? Oder sagst du, es geht nicht? Es ist nicht Oron, es ist Aranien und es ist auch nicht die Halbinsel im wilden Yalayat. Also wenn wir uns einfach mal eine Aranien-Karte anblicken, schauen wir mal nach. Steuerung F. Das ist die Oronische Halbinsel. Hier wirst du es nicht finden. Das ist das wilde Yalayat. Auch hier wirst du es nicht finden. Aber irgendwo in diesem Gebiet muss dieser Tempel liegen.
Und gemeinsam mit deiner Kenntnis, dass es am Fluss liegt, der Chaluk, den schließt du aus, weil der dann das Yalayat abtrennt und da ist der Bewuchs einfach ein anderer. Dieser Tempel wird irgendwo am Barun Ula liegen. Ich erinnere mich an dieses Buch, das wir auch gefunden haben hier, richtig? Jetzt ist die Frage, wie gut sind unsere Karten in unserer Bibliothek von Aranien? Sind da einzelne Städte, Dörfer eingezeichnet? Also, mit Namen, ja, Städte auf alle Fälle. Also, Zorgan ist drauf, Barbrück ist drauf, Varrakis. Auch sowas wie das neue Jerkisch, das alte ist ja verschwunden. Aber je nachdem, wie klein es wird. Also, sowas wie Shara wirst du nicht drauf finden. Nazirabad natürlich, Omdablabad natürlich auch. Und auch Chelgan, ja, Chelgan nicht, Nahuabad aber schon, weil das der Palast der ehemaligen Sultana ist, die mittlerweile in Elburum regiert. Also je nach Größe, Dörfer sind nicht drauf, Städte schon. Nun gut, da ich nicht an zu viele glaube und wir dieses Buch hier gefunden haben und dieses Triptychon, dieses Gemälde auch hier, würde ich auf einen näheren Zusammenhang mit der Stadt, mit dem Dorf des neuen Yarkesh schließen. Haha! Und würde man noch halb feucht, halb nackig dann mal die anderen suchen. Sulamin ist gerade noch nackt, aber 50 Grad einen fast alles verhüllenden, vielleicht auch nicht, Seidenschleier über. Aber mir, wenn ihr mit mir baden wolltet, kommt ihr etwas spät. Ich stolper jetzt mal zwei Schritte zurück. Entschuldigt, euer Gnaden. Ich denke, ich habe das Rätsel gelöst. Oh, sie ist bildhübsch, aber mir. Vielleicht solltet ihr euch anziehen. Ich drehe mich mal um. Ja, natürlich. Lasst hören. Vielleicht solltet ihr euch vorher anziehen. Ja, ja. Ihr könnt auch reden, während ihr mir den Rücken zukehrt. Schau dir ihre Brüste an. Nun, ich denke, ich habe das Rätsel dieses Triptychons gelöst. Ihr erinnert euch an dieses Bild oben rechts in der Ecke, diesen Tempel. Ja, wir sagten, er sähe ein wenig mittelreichisch aus für die Gegend, ja, nicht ja, wahr? Ja, genau. Und habt ihr auch die Blumen bemerkt? Ich erinnere mich nicht richtig. Es waren keine Rosen. Irgendetwas Kleines, Weißes oder so? Ich wedel mal mit diesem Pflanzenkundebuch herum. Hier, ich habe diese Blumen gefunden. Sie wachsen nur an Flüssen. Im Becken von Aranien. Und das passt. Und hier in diesem Buch, das ist eine Karte. Den Namen dieser Stadt auf diesem Schreiben. Karte! Wir hatten doch auch eine Karte. Vielleicht sollten wir das auch mal nebeneinander legen. Ich gucke jetzt mal über die Schulter, ob sie schon angezogen ist komplett. Ja, Zulamin hat's. Ihr braucht noch etwas, nicht wahr? Sie hat sich eine Hose angezogen. Ihr braucht noch etwas. Ich warte draußen. Wartet einen Moment. Zulamin hat das Anziehen unterbrochen und hat in ihrem Rucksack rumgekramt. Deswegen dauert das so lange. Und tippt ihm jetzt auf die Schulter und reicht ihm ein Blatt. Ah. Ja, nehmt schon einmal. Ich komme gleich. Gut. Was euch Nethia übrigens im Verlaufe des Abends noch einmal gesagt hatte, nachdem sie lange darüber nachgedacht hatte, ja, der Palast im Hintergrund, das wird sehr wahrscheinlich Elberum sein, aber das Wappen dazu ist nicht Elberum. Sie weiß nicht zu wem, das müsste auch sie recherchieren. Sie ist natürlich noch ein bisschen bewanderter als die Sinnegeweihte, als der Boron-Geweihte, aber... das ist nicht Elberum, das hat sie doch einmal klassifiziert. Ja, ich würde dann diese Karten, die beiden Karten nicht zusammen HWS machen und dann probieren mal so, kann man abpausen, keine Ahnung, durchpausen oder nachzeichnen ist einfach wahrscheinlich. Und setze mich an den Tisch und bin erstmal wahrscheinlich eine Weile beschäftigt, bis Sulamin sich wie angezogen hat und dann hoffentlich zu mir stößt. Was möchte Boltax tun? Ja, ich wollte später was tun, wenn alle schon schlafen. Also, kriege ich das mit, was Abel mir macht und Sulamin? Oder passiert das in meiner Abwesenheit? Also, ihr seid unglaublich kaputt. Aber du willst ja tatsächlich noch etwas von jemandem haben oder jemanden beauftragen. Also, du versuchst dich zwanghaft wach zu halten. Dann, wenn du so Beschäftigungstherapie nachgehst, kannst du irgendwann noch das Rascheln im Wohnzimmer hören.
Ja, dann würde ich ganz entspannt runtergehen und mal gucken, was da los ist. Ah, was macht ihr denn hier? Ich habe das Rätsel gelöst. Das Wandbildnis. Aha, und was? Wer ist dieser Mann in der Mitte? Das weiß ich nicht. Ich dachte, ihr hättet das Rätsel. Der Mann ist unwichtig. Oben rechts in der Ecke das Haus, der Tempel der Perainer. Ja. Und diese Blumen, die am Tempel wachsen, wachsen nur in einer bestimmten Gegend. Und wir haben noch diesen Namen von dieser das in der ist Stadt. Alidor Enzian, wenn ich mich richtig erinnere. Hm? Ach so. Ah, ich verstehe, was ihr meint. Hier seht ihr. Hier seht ihr. Aber mir nehmt das weg. Nein. Dort auf dieser Stadt da. Ich zeige auf diese Karte. Aber mir nehmt die Kartenteile weg. Wir haben uns geeinigt. Ich zeige auf diese Landschaftskarte. Also nicht auf diese Karte von den zwei Stücken, sondern die geografische Karte aus dem Buch. Ach so, okay. Aha. Dort, seht ihr? Der gleiche Name. Ja. Das muss es sein. Das ist richtig. Und was ist dort? Warum? Dort ist die Lösung für dieses Rätsel. Ich dachte, die Lösung wäre auf dem Bild. Das ist doch bloß ein Hinweis. Nun gut, was suchen wir dort, wenn wir uns die Zeit nehmen sollten, dorthin zu gehen? Na, die Lösung. Ja, aber was ist die Lösung? Wonach genau suchen wir? Wir können doch nicht einfach in eine Stadt gehen und jeden Stein umdrehen. Wobei, das könnten wir schon. Es würde aber 40 Jahre dauern. Bist du gar nicht neugierig? Nun, natürlich, aber wir müssen erst einmal wissen, was wir suchen, bevor wir es suchen. Effizienz in der Suche. Wir können doch nicht einfach wie blinde Narren drauf los ins Gradwohl herein. Vielleicht finden wir dort diesen Mann und dieses Dreieck. Ja, dieser Mann wird bestimmt dort wohnen. Nein, würde ich eigentlich eher lieber nicht finden, aber ich denke auch nicht, dass er noch lebt. Nun, zumindest finden wir dort sein Erbe. Dieser Mann wird ein Sinnbild für etwas sein. Dieser Mann wird kein richtiger Mann sein. Vielleicht ein Sinnbild auch nur. Vielleicht ist der Mann auch nicht wichtig, sondern nur das, was er zeigt oder was er trägt. Oh, ich denke schon, dass er wichtig ist. Oder wichtig war. Aber vielleicht symbolisiert er auch die Gesamtheit der Bevölkerung oder so etwas. Deshalb hat er kein eindeutig zuzuordnendes Gesicht und genau. Der Rest der Bevölkerung verneigt sich vor ihm. Er ist quasi, ja. Er ist der Herrscher. Ja, das könnte man so sagen. Oder der Anspruch zu herrschen vielmehr. Mir bereitet sein Anblick Unbehagen. Die Frage ist, wenn die Stadt auf dem Mittelteil Elborum ist, dann könnte auch dort ein Teil der Antwort liegen. Ich verstehe nicht, wieso diese kleine Kapelle auf dem Seitenteil mit abgebildet ist. Auf diesem Bild ist doch fast nichts. Während ihr euch unterhaltet, könnt ihr wohl sehen und vor allem erst auch mal hören, wie schwere Schritte sich euch nähern. Und dann betritt Rafim gemeinsam mit Diamantes den Raum. Die haben sich wohl auch noch nicht schlafen gelegt, sondern wohl noch einen kleinen Mitternachtssnack gegönnt. Rafim hat da wohl irgendwie große Stücke Fleisch in der Hand und Diamantes jongliert noch mal ein bisschen mit seinen Balestrinas umher. Ja, eine kleine Schatulle noch unterm Arm. Hier unten seid ihr. Gut, dass ich die ganze Schatulle mitgenommen habe und ein paar Zigarren dann aus dieser herauszieht, Rafim und sich selbst erst eine reicht und allen anderen anbietet. Ich denke, das, was wir heute erreicht haben, sollte gefeiert werden. Wir wollten eigentlich schlafen gehen, aber Abel Mir hat dann noch eine Erkenntnis. Ich habe einen Teil des Rätsels gelöst, glaube ich. Ja, ich bin fasziniert. Ja, ich auch. Ja, unfassbar. Was eine Entdeckung. Nun, diese Kapelle oben rechts, mir kam sie seltsam vor, sie passte nicht hierher. Und sie ist eher mittelreichisch. Und seht, diese Blumen, sie wachsen nur an Flüssen. Und ich schaute nach und mir kam diese Stadt wieder in Erinnerung. Ihr wisst schon aus diesem Buch. Und ich habe sie gesucht und diese Stadt liegt an einem Fluss. Das ist die Lösung.
Naja, es ist eine mögliche Lösung. Was ist die Lösung? Vertraut mir. Ein Problem, das wir noch nicht gefunden haben. Der Rest bedarf noch einer Entschlüsselung, das ist richtig. Ja, und jetzt wollt ihr in diese Stadt laufen, oder was? Nun ja, sie ist etwas weit weg, aber nun ja. Naja, wir haben ja ein Boot. Ja, aber es liegt an einem Fluss, nicht an einem Meer. Ich glaube nicht, dass wir den Baron Ula mit unserer Drachentöter befahren können. Nun, ich denke, wir müssen noch die restlichen Bildrätsel lösen, um ein vollständiges Bild zu halten. Ja, das aber ist ein Djinn gewesen, meine ich. Der steht für elementare Macht. Und ihr konzentriert auf nur auf das Offensichtliche. Guckt die Details an. Gut. So, ich weiß nicht, was ihr da redet, aber das ist komisch. Ist euch das schon aufgefallen? Ist wahrscheinlich eine Zigarre. Nein. Den Geruch kann ich meilenweit riechen, aber. Oh. Oder ist das das Essen, was du da unten hast? Oh, es tut mir leid, das ist ein bisschen Stollen Nummer 5. Ich habe ihn nach dem Bad aufgetragen. Ich dachte, du hattest ihn verbrannt. Eine, aber. Oh Gott, du hattest davon noch mehr? Doch. Bei den Göttern. Ich habe eine ganze Kiste aufs Schiff bringen lassen. Ja, aber was Diamantis meint, ist, dass das Bild nach Schweiß riecht. Ich dachte eher nach fettigem Essen, aber ja, Schweiß könnte es auch sein. Seid ihr sicher, dass das das Bild ist? Oh, hier seid ihr. Ihr seid ja noch raus. Ja, will mir deine Erkenntnis, die uns alle ganz viel weiterbringt. Habt ihr an dem Bild herumgespielt, Avelmir? Natürlich nicht. Warum sollte ich an dem Bild herumspielen? Mir ist als... Ja? Verzeiht, ich bin nur müde. Mir war, als wäre es leicht, ich weiß nicht, beweglich. Ich dachte, ihr hättet vielleicht eine Illusion drüber gelegt oder so. Was hat sich geändert? Nichts, denke ich. Ihr sagt, es hat sich bewegt. Also müsst ihr etwas gesehen haben. Die Wolken? Oder als würde dieser Banner? Als würde dieses Banner ein wenig im Wind flattern und die Wolken weiterziehen, aber... Meine Herren, ich glaube, wir sind alle sehr müde. Ja, ich denke auch. Wir sollten jetzt langsam ins Bett gehen. Ja, ich denke, ihr habt recht. Wir sollten uns das morgen mit klarem Kopf noch einmal ansehen. Ja, na gut. Ich reiche dann Sulamin wieder ihren Teil des Buches, der Karte. Danke. Verwahrt es gut. Das könnte wichtig sein. Ich gehe jetzt auf jeden Fall schlafen. So, wir hören uns morgen früh. Gute Nacht. Dann euch mal eine erholsame Nacht. Mhm. In dieser Stadt steht uns noch vieles vor. Eine gute und erholsame Nacht. Möge der Schlafgott über euch wachen. Ne? So sagt man doch. Oran, Baltax. Oran. Ja, wir sind in Oron. Ja, dann, genau. Gute Nacht. 3 Stunden später. Ja. Warte, bis alle eingeschlafen sind. Dann klettere ich aus dem Bett, gehe in Jadans Zimmer und wecke Jadan. Immerhin, cool. Wenn du dir das Ganze anguckst, kannst du mal sehen. Es gibt Schlafsäle für die Männer und die Frauen. Und ihr werdet euch sicherlich sowas genommen haben wie ein Schlafraum. Ihr müsst das teilen, auf alle Fälle. Ah ja, komm, dann. Warum sind Boltax und ich dann nicht einfach direkt schon im selben, in diesem Raum? Ja, es geht jetzt darum, dass du die anderen nicht weckst, die daneben irgendwo liegen. Na gut, dann mache ich's anders. Dann stehe ich auf, mache ein Silenzium für einen ASP. Hast du den einen ASP noch? Ja, ich habe 5 ASP noch. Aha. Ja, zum Glück. Dann gehe ich zu Jalan, rüttel an ihm, bis er aufwacht, zeige ihm auf Attack mitkommen und gehe mit ihm ganz entspannt nach unten. Wirf mal eine Selbstbeherrschungsprobe bei A. Wenn du in der Stille aufwächst. Ja, also ich die Selbstbeherrschung. Ja, also ich finde das schon gruselig. Ich meine, ja, gut, ja. 8 über. Ja, dann wird sich auf jeden Fall erschrecken. Also sein Mund geht irgendwie auf. Dann wird er erst kurz noch panischer, als er merkt, dass er nicht rufen kann. Und dann sieht er dich vermutlich. Also er hat irgendwie das Schwert schon in der Hand. Und regt sich dann aber, glaube ich, noch ab, bevor er irgendwelche unüberlegten Dinge tut und signalisiert dann auf Attack. Legt dann das Schwert erst wieder hin, signalisiert dann auf Attack etwas ungelenk. Was? Ja, dann ich gebe dir auf alle Fälle Schlafstörung. Für die nächsten 2 Wochen. Ich gebe dir das Zeichen für wichtig auf Attack und
gehe dann langsam vor. Ich nehme mein Schwert mit und gehe nach. Ja. Dann würde ich unten irgendwie den Raum, wo die Ölpresse ist oder so, wo wir ungestört sind, betreten und dann lasse ich den Zauber fallen. Voltax, es ist... Kurzer Blick zur nächsten Tür, öffne raus. Die Hexenstunde oder so, was willst du? Nun ja dann, ich denke, wir müssen einmal kurz reden. Ich mache mir Sorgen. Und du weißt, ich bin kein Mensch, der eine Gruppe in Gefahr bringen würde, aufgrund von unbedachten und selbstsüchtigen Aktionen. Zum Beispiel, weil, ich weiß nicht, dein Obstbauer mich provoziert hat und ich mich an ihm rächen wollte. Ja, so etwas. Und ich gebe zu, das war vielleicht etwas unbedacht. Hätte er uns dieses Stroh nicht verkauft, hätten wir ein massives Problem beim Ausführen unseres Plans gehabt. Ja, Lan, muss solche Dinge überdenken. Bin bereit. Nun, die Götter wollen es, und das war eine Herausforderung. Ob sie es wollen oder nicht. Offensichtlich eine zu große. Sei mal dahingestellt. Wir können das gerne noch einmal in der Gruppe ausdiskutieren. Die Gruppe muss nichts wissen. Ich dachte mir schon, dass du das sagst. Also, ich bin bereit, das Ganze zu vergessen. Und offensichtlich hast du ja gewisse Ambitionen entwickelt, Dinge in deine oder in andere Taschen umzuverteilen. Es war gerecht, das kannst du wohl nicht abstreiten. Nein, ich streite das gar nicht ab. Ich finde, es ist eine höchst löbliche Tat, die du da getan hast. Aber ich habe dir ja auch gesagt, ich mache mir Sorgen und meine Sorgen sind berechtigt. Und ich möchte meine Freunde gerne schützen. Und da kommst du ins Spiel. Du wirst mir dabei helfen, unsere Freunde zu schützen. Vor sich selbst hauptsächlich. Na? Das klingt doch erstmal gut. Also. Mir gefällt nicht, wo das hingeht. Bereit zu schweigen und diesen Vorfall, den ich beobachten konnte, zu vergessen, wenn du etwas für mich besorgst. Und zwar, du erinnerst dich doch noch die Karte, die wir erhalten haben. Mhm. Ich hätte gerne alle Seiten, tausch sie mit beliebigen Seiten aus irgendeinem Raya-Sutra aus. Ich will nur nicht, dass diese Karte in falsche Hände gerät oder so unstete Geister wie, nun ja, den von Abelmir korrumpiert. Er ist einfach zu neugierig und würde sich viel zu leicht zu so etwas hinreißen lassen. Durchaus verständlich. Ich dachte, das war der Grund, warum sie aufgeteilt wurde. Nun ja. Aber hätte sie gern. Bringen sie mir. Dann vergesse ich das. Im Tempel und dem Obstbauer. Die Götter seien dir gnädig, dass du meinen Bruder durch Blut vergossen bist, Boltax, denn du bist ein richtiger Bastard. Boin, abgemacht. Ich brauche aber Zeit. Es reicht mir, wenn du zunächst eine Seite für mich bürgst. Am besten fängst du mit der Seite von Rafim an. Er ist, denke ich mal, derjenige, der am unachtsamsten mit so etwas umgeht. Vermutlich, ja. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück. Naja, beziehungsweise du kannst wieder ins Bett gehen. Ich werde noch ein bisschen hier sitzen und ach ja, diesen Stein hier, er sieht doch ganz schön aus und ich hatte noch nicht so viel Zeit, heute in mich zu gehen. Wir sind hier fertig. So, ich gehe mit Kopfschmerzen weg. Ihr euch hin und könnt versuchen, die Schrecknisse von Janka und den gewaltigen Malma, das kochende Fleisch, zu verdrängen. Nächster Tag, 29. Praios. 10. Stunde des Tages.